Spieltag Nummer 20 war in der Toto-Jugendliga der unter 16-Jährigen angesagt. Das AK Hypo Vorarlberg traf dabei auf dem Sportplatz in Frastanz auf die Alterskollegen aus St. Pölten. Die in Rot-Schwarz spielten Vorarlberger legten gleich mächtig los. Bereits nach wenigen Sekunden stand Radic alleine vor Mitmesser, scheiterte aber am Gästekeeper. Die Vorarlberger blieben am Drücker, wieder setzte sich in dieser Szene Radic durch, flankte dann zur Mitte, Schall nahm die Kugel direkt, scheiterte aber ebenfalls an Mitmesser und donnerte den Nachschuss an den Pfosten. Die Mannschaft von Trainer Lasat Chapi steckte nicht auf und probierte weiterhin nach vorne zu spielen. Altindal probierte es hier aus der Ferne, es blieb aber beim 0:0. Dann erstmals die Gäste aus Niederösterreich. Kogelbauer mit einem guten Dribbling. Er spielte auf Neumeier, aber Vorarlberg-Keeper Bunschu hielt sicher. Danach übernahmen wieder die Vorarlberger das Kommando. Radic hier mit einem weiten Ball auf Celik. Der setzte sich gegen Mitmesser durch. Moormann rettete aber für den geschlagenen Keeper auf der Linie. Die Partie nun fast wie auf einer schiefen Ebene. Wieder setzte sich die Chapi-Elf in der Hälfte der Gäste fest. Schall probierte es schlussendlich aus der zweiten Reihe. Sein Schuss streifte die Latte, aber es blieb bei 0:0 und plötzlich die Gäste aus St. Pölten im Angriff. Kogelbauer mit dem Idealzuspiel auf Lasweidel, aber Bunschu war einmal mehr auf dem Posten. Wir sind schon kurz vor der Pause, Freistoß St. Pölten. Kogelbauer probierte es mit einem Schlenzer, der Ball strich aber knapp vorbei. Dann kam die zweite Halbzeit und der große Regen. Alles anders also und auch am Spielverlauf änderte sich vieles. St. Pölten nun besser und Grilic beim Freistoß. Der Ball verfehlte das Tor aber knapp. Das AK Hypo Vorarlberg steckte aber nicht auf und wieder war Radic plötzlich gefährlich. Einmal mehr hielt Mitmesser seine Mannschaft im Spiel. Nun wieder die Gäste aus Niederösterreich. Rasner spielte auf Burgstaller, aber Bunschu ließ sich weiter nicht bezwingen. Der folgende Eckball, die Kugel segelte zur Mitte, Bunschu verlängerte, Burgstaller köpfte retour und Aigner setzte das Leder Zentimeter neben das Tor. Glück also für das AK Vorarlberg. Wir schreiben die 83. Spielminute, St. Pölten einmal mehr im Angriff, Kogelbauer mit der Flanke, Grilic legte ab und Aigner versenkte die Kugel unhaltbar am Tor. Die Gäste aus Niederösterreich führten also 1:0. Die Antwort des AK Hypo Vorarlberg ließ aber nicht lange auf sich warten. Altindal setzte sich hier gut durch, bekam den Ball zurück und sah dann Schall. Der hob das Leder über Mitmesser und erzielte den verdienten 1:1 Ausgleich. Kurz vor Schluss die Vorarlberger noch ein weiteres Mal im Angriff. Celik hier mit dem Traumpass auf Radic. Der scheiterte aber an Mitmesser und so blieb es beim 1:1 Remis. Ja, ich denke, in der Summe war es ein gerechtes Remis. In der ersten Halbzeit haben wir, denke ich, die Partie gemacht, extrem viele Chancen gemacht. Normalerweise müssen wir dann noch in Führung gehen. In der zweiten Halbzeit haben sie klar dominiert und schlussendlich war es ein gerechtes Remis, denke ich. Die Chancenauswertung. Einige Chancen hat man gehabt. Was kann man dann noch besser machen? Ja, letzte Woche waren sie drin, die Woche sind sie nicht drin. Ist verschieden. Schauen wir nicht mehr einen anderen Tag. Aber es kommt wieder nächste Woche. Ja, ich bin vom Großen und Ganzen zufrieden. Die erste Halbzeit war mir die bessere Mannschaft. Wir haben 400%ige Chancen nicht reingemacht. Zweite Halbzeit war St. Pölten klar die bessere Mannschaft. Also Halbzeit für uns, Halbzeit für den Gegner. Und im Schluss hinein 1:1 ist gerecht. War das bei U16 doch eine Überraschung? Weil St. Pölten war ja doch einige Plätze vor der Hypo Vorarlberg. Für mich nicht. Die Tabellenplätze sagen nicht alles aus. Also oft sind die Unterschiede zwischen den Mannschaften sehr klein. Es machen ein, zwei Spieler aus. Vielleicht, wenn eine Truppe einen sehr guten Torjäger drin hat, dann gewinnen sie solche Spiele. Es hat ja auf beiden Seiten haufenweise Chancen gegeben. Also man sieht, dass unsere U16, obwohl sie vielleicht im hinteren Mittelfeld platziert ist von der Tabelle her, aber sehr guten Fußball spielt und mit allen mithalten kann. Also sie haben die bis zum Schluss gefordert. Es ist sicher so, das Ziel des Fußballverbandes ist es eigentlich, diese Talenteförderung dahin zu führen, dass es die Möglichkeit schafft, den Spielern einen Profibetrieb zu bekommen. Das heißt, sobald sie einen Profivertrag bekommen können, lassen wir die Spieler auch ziehen. Das ist für uns sehr, sehr wichtig, dass dieses Ziel stimmt. Und so viel, wie wir die letzten Jahre Spieler in den Profibetrieb übergeben konnten, waren die letzten Jahre eigentlich nicht der Fall. Das stimmt auch sehr, sehr positiv, dass die Arbeit Früchte trägt.